Moin Leute, wir sind mal wieder am Saufen in einer Kneipe. Der Wirt hat seinen Umsatz verdoppelt und es gibt eine Runde aufs Haus. Geil. Ähnlich ist es auch bei großen Industrieunternehmen. Nachträgliche Gewährung von Gutschriften oder eine zusätzliche Auszahlung nennt man Bonus. Wie wir den Bonus im Unternehmen verwenden und ihn dann entsprechend richtig einbuchen, seht ihr hier. Im Allgemeinen kennt ihr den Bonus ja als eine Art Gehaltserhöhung. Da wir uns hier aber im externen Rechnungswesen befinden, beschränken wir uns auf das Prinzip von Kunden und Lieferanten. Boni werden Unternehmen meistens von Zulieferern gewährt, wenn diese eine Umsatzgrenze erreicht haben und sich geil fühlen oder wenn wir zum Beispiel schon über Jahre Stammkunden sind. Natürlich können auch wir dieses Unternehmen sein, das andere beliefert. Haltet euch das immer vor eure Tomatenaugen. Entschuldigung. Deswegen unterscheiden wir nämlich auch zwei Arten von Boni: Lieferantenboni und Kundenboni. Als erstes den Lieferantenbonus. Hierdurch erhalten wir einen Ertrag, weil wir im Endeffekt weniger zahlen müssen. Das nennt man auch Anschaffungskostenminderung. Genauso buchen wir das auch ein. Hier der allgemeine Fall. Numero uno. Wir bestellen bei einem Lieferanten Ware und bezahlen diese auch ganz normal per Banküberweisung. Numero zwei. Am Ende der Periode stellt der Zulieferer fest, dass er seine Umsatzgrenze erreicht hat, die er erreichen wollte, und gewährt uns einen Bonus in einer gewissen Höhe. Diesen zahlt er uns in den meisten Fällen aus, wenn wir vorher schon unsere Rechnung beglichen haben. Und Numero 3 müssen wir die nachträgliche Wertminderung noch einbuchen. Ein Beispiel. Wir kaufen Ware im Wert von 50.000 Euro und bezahlen per Überweisung. Somit lautet der Buchungssatz bei Wareneingang, Wareneinkauf 50.000 und Vorsteuer 9.500 an Bank 59.500. Jetzt stellt unser Zulieferer fest, dass er dieses Jahr richtig geil war und eine Umsatzgrenze erreicht hat. Er gewährt uns daher 10% Bonus. Das heißt, wir bekommen 10% auf unseren bezahlten Preis. Dann lautet der Buchungssatz Bank 5.950 an Lieferantenboni 5.000 und Vorsteuer 950. Das Konto Lieferantenboni ist ein Passivkonto, das wir einrichten, um den erhaltenen Bonus einzubuchen. Dieser wird im nächsten Schritt aber wieder entfernt. Die bezahlte Vorsteuer müssen wir auch noch korrigieren und müssen dementsprechend 950 weniger bezahlen. Ist wichtig für Finanzamt und so Kack. Jetzt haben auch wir Jahresabschluss und buchen die Lieferantenboni aus. Da es sich ja um eine Anschaffungskostenminderung handelt, verliert unsere Ware an Einkaufswert. Lieferantenboni an Wareneinkauf 5000 lautet der Buchungssatz im letzten Fall. Machen wir uns dann anhand von T-Konten klar. Wir haben am Anfang Waren im Wert von 50.000 eingekauft, also buchen wir 50.000 auf die Sollseite. Das zweite Konto ist unser Lieferantenboni, ein Passivkonto. Irgendwann im Verlauf der Rechnungsperiode gewährt uns der Zulieferer Bonus in Höhe von 10%, also 5.000, das buchen wir ein. Jetzt haben wir Jahresabschluss und möchten unsere Konten abschließen. Nochmal der letzte Buchungssatz hier eingeblendet. Das heißt, wir buchen auf der linken Seite von unserem Lieferantenboni-Konto 5.000 ein, womit unser Saldo auf 0 fällt, das Konto ist ausgeglichen. Die 5.000 verschieben sich quasi durch unseren Buchungssatz auf die Habenseite von unserem Wareneinkaufskonto. Wie ihr seht, ergibt sich ein Saldo von 45.000. Das heißt, der Wert, den unser Wareneinkauf hatte, ist um 5.000 gesunken und wird in unserer Abschlussbilanz nun mit 45.000 angezeigt. Nach diesem Paukenschlag schauen wir uns mal den Kundenbonus an. Da wir dem Kunden einen Bonus gewähren, ist der Kundenbonus als Minderung unseres Gewinns anzusehen. Wir sind aber trotzdem geil. Kundenbindung und so muss halt sein. Der Kundenbonus ist dem Lieferantenbonus ganz ähnlich, nur verkaufen wir jetzt Ware. Das heißt, unsere drei Teile bauen nun so auf. Wir verkaufen ganz normal unsere Waren und bekommen die normalen Beträge überwiesen. Am Ende unserer Periode sehen wir, dass eine Umsatzgrenze erreicht wurde und gewähren ein paar Kunden einen Bonus. Diesen korrigieren wir in unserem Warenverkaufskonto am Ende. Auch hier ein Beispiel. Wir verkaufen Ware im Wert von 80.000 an einen Kunden. Am Ende unserer Rechnungsperiode erreichen wir eine Umsatzgrenze und gewähren 8% Bonus. Die einzelnen Buchungssätze seht ihr hier. Kurzer Kommentar dazu. Wir bekommen direkt 95.200 überwiesen und buchen dies so auf unseren Konten ein. Dann gewähren wir den Bonus in Höhe von 8% und überweisen an den Kunden 7.616 Euro zurück. Dabei müssen wir auch unsere Umsatzsteuer korrigieren. Und zu guter Letzt schließen wir unser Kundenboni-Konto ab. Eigentlich ganz geil, oder? Was müsst ihr aus diesem Video mitnehmen? Ein Bonus ist ein nachträglicher Zuschuss von Geld, beispielsweise durch Erreichen von Umsatzgrenzen oder um Kunden an sich zu binden.
Dabei unterscheiden wir Lieferantenboni und Kundenboni, wo wir beim ersten Kunde und beim zweiten selbst der Zulieferer sind. Die Buchungssätze sind grundsätzlich ähnlich, merkt euch aber das Schema, schreibt es am besten ab. Wenn ihr mehr zu dem Thema oder zur Bilanz wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de und ladet euch unsere App runter. Bis gleich!